Ja, schon wieder. Haben wir unsere Geschäfte nicht bereits abgeschlossen? Ich habe noch ein paar Fragen. Dann fasst euch aber kurz. Was wisst ihr über die Zwerge, die hier früher in diesen Höhlen lebten? Verdammt, ich habe jetzt noch durch euch die geschichtlichen Details dieses Ortes zu erzählen. Die geschichtlichen Details dieses Ortes zu erzählen. Entschuldigung. Ihr seid doch Abenteurer, oder? Dann genießt die Freude des Abenteuerdaseins und fragt euch über meine Gemächer hinaus. Und zwar sofort. Ja, stören wir ihn lieber nicht. Der ist... Gewiss. Leicht reizbar, der Kerl. Also ich könnte ihn dazu zwingen, mir die Frage zu beantworten, aber... Mm-mm. Ich will jetzt nicht unbedingt... es mir mit ihm versauen. Gehen wir lieber mal nach Dorntief rein. Wir haben ja genug Informationen von ihm. Ja, Mifal-Überlieferung. Das ist nur der normale Text, ja. Also ja, hier in Dorntief gab es nichts Besonderes. Ich höre. Ich tu's. Okay, das hier wird jetzt übel. Genau deswegen. Wir haben Drow und Nero Orox. Ja, gut. Ich werde wohl diesen Teil aussparen, sollte ich ein Buch über unsere Abenteuer Sag, schreiben. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Worum handelt es sich? Immer bereit. So, dieser Kampf ist einer der eher schwierigen, deswegen trinken wir mal auch ein bisschen. Dein Befehl? Brauchst du mich? Was? Ja, doch, ich höre dich, okay? Ich werde tun, was ich kann. Du machst mich gerade in mehr als einer Beziehung wahnsinnig. Entschuldigung, Verteidigungskoordination. Ja. Einverstanden. Und dann kann Angriff ich und Feuerbälle. Ich werde dich. Wie kann. Das macht mir nichts aus. Okay, Feuerbälle bitte. Ich bin hier. Ja. Und Feuerball hier drüben. Was? Helft mir doch. Okay, jetzt brauchen wir dringend ein Gegengift. Sag, was du von mir willst. Jawohl! Kann ich helfen? So, das wird jetzt langsam etwas gut. Wie kann ich helfen? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Allein schon wegen diesen blöden Hexenmeistern. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Dein Befehl? Ich schlafe in den euch gnädig sein. So. Gut. Es soll geschehen. Hier sei es eingestürzt, deswegen ziehen wir uns hier in diese Nische zurück. Also wir haben es geschafft zu überleben. Ja, ich... Ja, weiter.
Können wir mal gucken, ob irgendwer... Also das kann ich gleich schon mal sagen, sind Dolche plus 1. Was ist los? Ist das alles? So, hier ist ein Nero-General. Sag, was du von in Ordnung. Woran hast du gedacht? Ich werde sehr gerne. Ich höre. In Ordnung. Kann ich helfen? Ich kann das machen. Was, wenn es sein muss? So, hier sind auch noch mal Orks. Ach, die wollen hier durch. Wie kann ich gewiss? Oh, hi. Ich schlag dich in Stücke. Ich fange mit meinen Waffen als Worte. Ich schlag dich in Stücke. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! War jetzt nicht so gedacht, aber hat funktioniert, oder? Ich schlag dich in Stücke! Das Gute ist, Neo-Orks haben, soweit ich weiß, keine Fernkämpfer. Dafür sind dann eher Hobgoblins verantwortlich. Ja, das ist das andere Gute. Neo-Orks sind keine starken Gegner. Auf in den Sieg! Wie kann ich am besten... Einzig und allein Neo-Orok-Generäle. Und... Dein Befehl? Was ist los? Mit Vergnügen. Ja, ich kann das machen. Stirb, ne? Ich bin hier. Ich schlag dich in Stücke. Ja? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Vorwärts zum Sieg! Werde Zeugen wahrer Macht. Es soll geschehen. Und hier ist nichts. Hier war nur... Ich werde tun, was ich kann. Vita Mortis. Sag, was Vita, du von mir willst. Mortis. Brauchst du mich? Vita. Mortis. Den Flammschlag könnte ich auch mal benutzen. Vita Mortis. Vita Mortis. Wie lautet deine Aufgabe? So. Wie kann ich einverstanden? Noch zwei Orok-Generäle.
Es ist interessant, dass die Neo-Orc-Generäle, was für ein erstklassiges zweihändiges Schwert, aber das ist trotzdem nicht sonderlich viel wert, leider. Euer Ende ist nah! Mögen die Götter mich schützen! Spür meine steinerne Klinge! So, bis jetzt haben wir nichts Besonderes entdeckt. Ich höre. Wieder ein Quicksave machen und uns mal weiter umschauen. Ja, hier geht's, glaube ich, weiter, ja. An den Drow vorbei. Ja, ein riesiger runder Tisch mit kunstvollen Zwergeninschriften verziert. Und noch mehr Orks, die Dunkelelf. Dein Befehl? Euer Leben ist verwirrt! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. In Ordnung. Kann ich helfen? Was? So soll es geschehen. Au. Die Dwarfo trifft ja, auf jeden sofort. Fall besser als Lunastra. Die ja eigentlich auch eine Dwarfo ist. Das ist jedoch das Schöne an der Drow-Vorhut. Erstens, Beißen-Bolzen plus 1 Zucker. Kettenhemd plus 1, gut, das bringt uns nicht viel. Weil wir haben... Ja, wie gut ist ein Kettenhemd plus 1? Rüstungsklasse 4. Gut, der Schienenpanzer ist allerdings genauso gut wie das Kettenhemd. Nur dass das Kettenhemd halt leichter ist. Und ja, ein Langschwert plus 1. Also gut, hier könnten wir dann auch den einen Kettenhemd plus 1 geben gegen den Schienenpanzer. Ja. Sag, was du von mir was willst. Was ist los? Ich tu's. Schattenverstecken ist fehlgeschlagen. Wie kann ich helfen? Ich würde aber allerdings sagen, okay, wir gucken noch mal kurz. In Ordnung. Hier sind, glaube ich, noch ein paar Orks und, ja. Ein paar Bogenschützen übrig. Und hier, ja, hier sind Zauberschwerter und ein Hexenmeister und eine Vorhut übrig geblieben. Okay. Das heißt, erst sollten wir die Orks und die Orks da ausschalten. Und dann die da oben.
Und ja, so wie es irgendwie aussieht, sind hier wahrscheinlich unsere die Feinde der Zwerge, also die Invasoren, reingekommen. Gut. Jetzt aber mal speichern. Das wäre dann LP015. Speichern. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Und sehen uns gleich wieder.